So, Viertel vor neun, heute am Montag, 27. Juli. Herzlich willkommen, wünsche ich euch hier aus Hamburg oder aus dem TC24 Live Trading Raum. Auch natürlich im Namen meines gesamten Teams, Frederik mit dabei, Michele, der Markus, Jimmy, Daniel, eben kommt ein paar Minuten später rein. Aber ansonsten haben wir eben alle hier, Mathe natürlich auch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet alle ein gutes, erholsames Wochenende. War doch in den meisten Teilen sonnig und von daher sollten wir alle gut ausgeruht sein, hier eben für eine weitere Trading-Woche bei uns im Live-Trading-Raum. Das verspricht weiterhin sehr spannend zu werden. Wir haben einige Chartmarken oder einige Charts, über die wir gleich drüber gehen. Es gibt natürlich auch hier wieder einige News, die am Wochenende rausgekommen sind, wo ich mal vielleicht kurz eben so sagen kann, wenn ich was vergessen sollte, dann seid ihr natürlich gerne eingeladen, hier auch links in den Chat eure Kommentare oder Hinweise natürlich reinzuschreiben, ist doch ganz klar. So, aber zuerst schaue ich mal hier links in den Chat rein. Also, einige habe ich hier schon online gestellt. Also, wunderschönen guten Morgen zusammen. Thomas, natürlich dir auch. Jürgen, auch dir guten Morgen. Helmut, guten Morgen. Heinrich, guten Morgen hier im Live-Trading-Raum. Michael, Dankeschön. Schönen Morgen nach Hamburg. Andreas, auch dir guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Oliver. Andreas, guten Morgen. Dankeschön. Fayette, dir auch schönen guten Morgen nach Deutschland. Das lässt mich vermuten, du bist nicht in Deutschland, Fayette. Michael, guten Morgen. Peter, guten Morgen. Janette, auch dir schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Mario, schöne Grüße nach Österreich. Guten Morgen. Rainer, auch dir guten Morgen. Thomas, schönen guten Morgen. Uwe, guten Morgen. Horst, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Manfred, ebenso. Dankeschön gleichfalls. Allen erfolgreichen Trading-Tag. Viktor, auch dir schönen guten Morgen. Ebenso Michael, guten Morgen. Lothar, natürlich auch. Hans, Susanne, euch beiden auch einen schönen guten Morgen. Uwe, guten Morgen. Tanjano, guten Morgen. Falk, guten Morgen. Christian, guten Morgen. Brigitte, guten Morgen. Schöne Grüße nach Köln. Sascha, guten Morgen. Christian, schaue ich mir gleich mal an mit der Blue Box. Michael, guten Morgen. Eleonore, guten Morgen. Albert, schönen guten Morgen. Norbert, guten Morgen. Wilfried, moin moin hier nach Hamburg. Wolfram, guten Morgen. Guten Morgen, Kurt. Stefan, guten Morgen. Schöne Grüße nach Mallorca. Hallo, Amrani. Hallo, Mahmut. Kevin, guten Morgen. Herzlich willkommen auch dir hier im Raum. Michael, guten Morgen aus der Schweiz. Tipptopp. Genau, Dietmar. Sehr gut, sehr gut. Genau, wir haben Allzeithoch beim Goldpreis. Also schauen wir uns sofort an den Chart. Peter, guten Morgen. Auch mit dir, Markus. Wunderschönen guten Morgen. Ja, die Vorgaben für diese Woche sind nicht allzu gut. Also das kann richtig spannend werden. Die Helaba schreibt von Gravestone Doji auf Wochenbasis, auf Tagesbasis und Gravestone ist eben, ne, hat viel mit Friedhof zu tun. Die Kollegen von der HSBC schreiben, haben irgendwie einen Shooting Star ausgemacht. Also das sind alles bärische Candlestick-Formationen und damit will ich eben nur sagen, dass das ganze Chartbild sich am Freitag doch ein bisschen was eingetrübt hat. Also ein bisschen was, die Euphorie ist jetzt erstmal raus an der Börse und es gab am Freitag, der eine hat geschrieben, es sind Gewinnmitnahmen gewesen, die anderen haben schon geschrieben, oh, das ist die mögliche zweite Corona-Welle, die jetzt schon wieder angefangen hat und das sind jetzt die ersten Vorboten dabei. Wie dem auch sei, der DAX jedenfalls ist in einer Range, die sich, mach das mal ganz hier, auch vielleicht auf dem Stundenchart, also in einer Range auf der Unterseite bei 12
7,73 auf der Oberseite bei ungefähr 12.900, ja, 35, 38. Da sieht man auf dem anderen Markt hier noch, wenn man also den DE30C handelt, sieht man hier noch ein kleines Gap mit dabei. So, was durch die Dochte geschlossen worden ist, aber noch nicht durch den Kerzenkörper. Also wir haben hier im Tagesverlauf, und ich nehme mal an, das wird sich heute mit Sicherheit ja auch auflösen, so eine kleine Zone, wo innerhalb relativ wenig passiert, also zwischen 12,8 und 12,9 sollte das nicht allzu spektakulär werden. Dann aber auch mit Hinblick eben auf die nächsten Tage kann das sehr wohl aber richtungsweisend sein, dass wenn wir A auf der Oberseite hier nach oben wieder gehen, dann könnte man natürlich wie immer im Nachhinein sagen, ja, hätte ich mal gekauft unten, also buy the dips, immer in kleinen oder beim Kursrücksetzer kaufen. Auf der anderen Seite wollte der Kurs aber hier runterkommen, unterhalb der 12,773, dann ja, dann gibt es weiterhin viel Fantasie für fallende Kurse. So, wie das Ganze aussehen wird, wissen wir natürlich heute noch nicht, aber wir sind ja hier live mit dabei im Trading-Raum und werden dann die Entwicklungen mal beobachten. Okay, also der TC24 Live Trading-Raum, das sage ich gerne für alle diejenigen, die vielleicht die letzten Tage in Urlaub waren oder auch für neue Mitglieder oder neue Gäste hier im Live-Trading-Raum. Wir haben in der Regel drei Trading-Räume bei uns: den Starterraum, den Live-Trading-Raum und auch den Pro-Trading-Raum mit Christoph. Der Carlos und der Christoph sind noch in Urlaub. Carlos noch eine Woche, Christoph noch 2 Wochen. Und jetzt haben wir momentan mal hier alles gebündelt, eben in dem TC24 Live-Trading-Raum. So, der wird moderiert von morgens, ja, 8:45 Uhr bis 12 Uhr und dann nochmal von 14 Uhr bis 17 Uhr in der Regel. Und dann versuchen wir eben hier einige Trades anzusetzen mit unseren Trainingsstrategien. Also, wir schauen uns die Tagesstrategie an, wir schauen uns eine 4-Stunden-Strategie an, die wir also alle 4 Stunden durchlaufen lassen. Dazu haben wir einen automatischen Scanner entwickelt, das Trade-Radar. Und wir traden intraday mit unseren Box-Strategien und auch mit dem Master-Template, sofern natürlich Setups da sind. Ganz klar. Also wir traden nicht aus dem Bauch heraus, sondern versuchen das Ganze immer, na, ich vielleicht, der eine oder andere wird ja sagen, ja, aber Christian, du tradest manchmal schon aus dem Bauch. Also ist okay, das nehme ich auf meine Kappe, aber in der Regel versuchen wir uns immer hier an die Signale zu halten. Mit der Blue Box, mit der Vola Box und was es da auch sonst noch gibt. Okay, das vielleicht nur ganz kurz bei der Geschichte. Wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt jederzeit gerne was hier in den Chat reinschreiben auf der linken Seite. Das sehe ich erstmal als erster und wenn ich das dann hochlade oder online stelle, dann sehen es auch die anderen. Wenn ihr tiefergehende Fragen habt, die vielleicht auch nicht hier in den Chat reingehören, dann haben wir hier ein Team von Trading Coaches und ich sage das ja bereits, bis auf den Daniel Meyer, der ebenfalls noch in Urlaub ist, sind sonst alle da und da könnt ihr mal eben kurz hier durchrufen oder eine E-Mail schreiben und fragen, komm, Michele, hast du mal eben 5 Minuten für mich, ruf mich doch mal eben zurück. Ich habe mein Teamviewer schon gestartet. Dann kann man sich da eben sehr, sehr interaktiv austauschen. Also man muss keine großartigen E-Mails schreiben mit solchem Text oder irgendwelche Screenshots machen. Einfach mal kurz, hast du eben 1 Minute Teamviewer an und dann zeigt man, was man dort auf dem Schirm hat, zeigt, wo das Problem ist und meistens können wir es, glaube ich, relativ schnell lösen. Und wenn nicht, dann notieren wir uns das Ganze und finden dann eine Lösung entsprechend im Tagesverlauf. Okay, ich habe so ein bisschen was die Uhr im Fokus, 8:54 Uhr. Und für uns ist das natürlich, wie immer hier der Klassiker im Raum, dass man oder dass wir uns dort auf die Markteröffnung vorbereiten, die ja eben passiert um 9 Uhr. Also von 8 Uhr bis 9 Uhr, das ist dann der Future-Markt. Und von 9 Uhr an, da macht die Börse in Frankfurt auf und da gibt es immer einen Impuls, wenn eben diese beiden Märkte aufeinandertreffen. Ich werde mal gerade hier den Markt kurz ändern auf DE30C. So, jetzt sehen wir auch dieses Gap heute Morgen. Also ein positives Signal. Da sehen wir hier und ja, aktuell der DAX hier bei 12.871 Punkte. So, also wenn wir also die Markteröffnung traden möchten heute Morgen, dann
gibt es Möglichkeiten? Ich muss mal eben kurz schauen, wie wir das Ganze hier am besten umsetzen können. Also dazu nutzen wir auf zum einen halt unser eigenes Tool, das ist die Swissbox Tool. Kennen wir alle. So, wir können entweder davon ausgehen, dass der DAX hier ein neues Tageshoch macht. Und wir versuchen eben den Kurs hier zwischen diesen beiden Linien einzufangen. Also die grüne ist eine Pending Buy Order. Das rote ist eine Pending Sell Order. Und je nachdem, wenn der Kurs da gleich ausbricht, dann sind wir auf der Reise mit dabei. Die orangene Zone, die wir hier hatten, von 8:15 bis 8:30 Uhr, die hätte jetzt im Nachhinein nochmal eine C-Box gebracht. Wilfried, ich weiß nicht, ob du die gehandelt hast, aber das war, ja, das war nochmal eine C-Box hier. Vielleicht wären wir hier sogar schon in den Gewinn reingelaufen. Müssen wir uns gleich mal in aller Ruhe anschauen. Ja, wir sehen das hier unten an dem Countdown. Ich würde mit der Box dann erstmal hier so haushalten, dass ich mal versuche, den dort hier oben ein bisschen was auszublenden und auch hier unten auf der Unterseite. Und dass man einfach so den Bulk von verschiedenen Kerzen, dass man den mit seiner 15er Box im DAX, dass man den versucht, relativ gut zu erwischen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, ich werde meine Box heute mal hier so platzieren. Daily Pivot sehr, sehr nah dran. Also es gibt schon mal bessere Trading-Signale, aber mein Gott. Set 1 und ich aktiviere das Ganze schon mal. Mal schauen, was ihr da im Chat jetzt zuschreibt. Eiko, dir erstmal schönen guten Morgen. Dir, Thorsten, Angela, guten Morgen. Viktor, guten Morgen. Marion, auch dir schönen guten Morgen. Guten Morgen, Bernd. Detlef, guten Morgen. Ah, noch nicht im CP. Achim, schönen guten Morgen. Also, ja, positiv zur Markteröffnung. Die News und die einzelnen Charts schauen wir uns dann gleich an, wenn die Markteröffnung, wenn wir damit mal durch sind. Und ja, das war hier kleines Gap nach oben. Also der Kursschluss von Freitag heute zu Montag. Da gab es eben eine kleine positive Kurslücke von 25 Punkten. Und seitdem, oder insgesamt vom Tief zum Hoch heute Morgen, ja, 30 Punkte, 33 Punkte. Das ist jetzt noch nicht die Welt. Und dann hoffen wir mal eben auf einen positiven Impuls hier. So, ich kann vielleicht schon mal die anderen Charts hier langsam reinholen. So, eine gute Minute haben wir noch. Sag's hier gerade auf der unteren Seite da bei 12.863. Da dürfte es dann jeden Moment für uns in den Short Trade reingehen. Also wenn der Kurs nämlich hier über diese rot eingefärbte Linie einmal drüber tradet. Harald, schönen guten Morgen. Andreas, dir ebenfalls einen schönen guten Morgen. André, auch dir guten Morgen. So, Live-Trading Room, sehr gut gefüllt. Dieter, guten Morgen. Jetzt passiert, wir sind short im ersten Trade. Da ist die blaue Linie. Und da darf der Kurs dann sehr gerne drüber gehen. Markteröffnung in 3, 2, 1.
Und jetzt haben wir die Markteröffnung. So, 12.858 Punkte und das war's. Also einmal dieser ganz kurze Impuls, das ist die Trading-Idee dahinter. Okay, also ich hoffe, ihr seid dann auch entsprechend raus. Hier schon mal der zweite Trade direkt hinterher. Achtung hier mit dem Gap Closing, also wenn der Kurs jetzt auf die rote Linie fällt, machen wir eben das Schlosssymbol weg. Also ich will nicht, dass er nach oben geht, deswegen schließe ich das Ding, bevor er jetzt hier in die grüne kommt. Also wirklich Gap Closing. Also wer sich fragt, was ist die rote Linie hier? Und zwar ist das die 200er SMA. Die schauen wir uns dann später nochmal an. Die hat auch eine gewisse Bedeutung hier. Zumindest auch jetzt, was die nächste Trading-Woche angeht. Ich sagte es ja bereits, es gibt also dort einige Fantasie auf der unteren Seite. Wenn also die Marke bei 12.773 jetzt nicht mehr oder wenn die entsprechend gebrochen wird nach unten, dann würde die 200er SMR auf Tagesbasis dann die oder das mögliche Ziel anzeigen. So. Ach, komm. Okay. Naja, gut. Den wollte ich jetzt nicht so mitnehmen, aber ist dann jetzt auch passiert. Mit Gewinn raus. Und das Ganze können wir uns dann auch in aller Ruhe hier nochmal anschauen und dann sprechen wir dann mal über die anderen Sachen. Also ich hoffe, ihr könnt das alles soweit gut erkennen. Das war der eine Trade. Hier ging es runter, Gegenreaktion. Und jetzt muss ich schon sagen, bei der Daily Pivot bin ich ein bisschen was vorsichtig. Ich werde jetzt also hier aktuell keine Box mit reinnehmen. Das ist mir gerade ein bisschen was zu heiß bei der Geschichte. Also Daily Pivot, SMA 200er, also da kann sich der DAX auch gerne schon mal die Zähne festbeißen. Für einen kurzen Trade immer gut, wenn wir hier ein neues Tageshoch machen auf der Unterseite beim neuen Tagestief. Dann mit der Idee halt des Gap Closing. Aber solange der Kurs hier drin ist, halte ich da persönlich jetzt mal eben die Füße still. So, das gibt uns aber die Gelegenheit, dann mal die anderen Strategien anzuschauen. Also ihr könnt das natürlich weiterhin traden, ist auch klar. Aber hier im Raum wollen wir einmal den Chart wechseln und kommen zur Tagesstrategie. Wie immer kurz gezeigt, welche Märkte ich hier drin habe, welche ich mir ausgesucht habe. Das sind die Indizes, das sind die großen Majors. Und ihr könnt natürlich euch selber die einzelnen Märkte, also zum Beispiel hier das amerikanische Öl WTI, kann man sich hier reinziehen und dann hat man nochmal den Markt mit dabei oder auch die Nordseesorte Brent. Also Öl vielleicht nicht gerade, also nicht unspannend die Geschichte. Wir haben ja gerade im Golf von Mexiko ja so einen kleinen tropischen Sturm und wer da unten schon mal Urlaub gemacht hat, Corpus Christi in Houston, da steht eine Raffinerie neben der anderen und ja, die sind natürlich, die fliegen jetzt nicht weg bei dem ersten Wind, aber wenn das Ganze noch mal ein bisschen schlimmer werden sollte, dann müssen die vielleicht ihre Produktion mal aussetzen und das kann den Ölpreis schon mal ein bisschen was nach oben heben. Aber in dem Fall jetzt nicht allzu wild. Gut, also wir haben hier
zwei Signale beim Euro-Stoxx und auch beim Nasdaq, zwei Short-Signale. Ja, so, wir sind auf Tagesbasis und also rote Sonne, hier ist die Kerze, die schließt außerhalb und aktuell sehen wir auch hier, dass der Kurs in der Nacht war mal ein bisschen was höher und jetzt sind wir gerade auf dem gleichen Level. Deswegen kann man den Trade hier noch machen, den Stop-Loss auf die Sonne und mit einem kleinen Risiko ausführen, Sell. Und das gleiche auch hier beim Euro-Stoxx. Das Ganze mit einem Risiko, Chance-Risiko-Verhältnis 0,1. Und hier dann hier entsprechend mal Short. Okay. Also diese Trades, ach, weil sie eben Tagestrades sind, können natürlich auch ein bisschen was länger laufen. Keine Frage. Also es ist was komplett anderes als eben diese schnell laufenden Volabox-Trades. Und dann müssen wir schauen, dass die Märkte hier eben auch über die nächsten Tage dann mitspielen. Wir sehen die gleitenden Durchschnitte, alles noch aufwärts gerichtet, die längerfristigen. Aber auf der kurzfristigen Zeiteinheit kann das schon mal sehr schnell sein, dass eben unser Gewinnziel auch erreicht wird. Okay. Gut, die Trades haben wir angesetzt. Dann mal ganz schnell der Blick eben auf den DAX. Oh. Doch Ausbruch nach oben hin. Ja, werfen wir mal eben oder die Edelmetalle haben es verdient, hier auch nochmal namentlich erwähnt zu werden. Also Gold zum einen und Silber zum anderen. Und wir haben, wer hätte das gedacht? Es ist wirklich Wahnsinn, was Gold hier für eine Rallye hinlegt. Das ist auf der Wochen- oder auf der Weekly-Zeiteinheit eigentlich ein gerader, fast ein gerader Strich nach oben. Wir sind aktuell bei 1.933 US-Dollar pro Unze. Und haben, ja, wie gesagt, hier ein neues Allzeithoch. Das ist schon verrückt. Ich kann alle nur diejenigen beglückwünschen, die halt das Gold im Keller haben oder hier auch in Goldaktien investiert sind über die letzten Monate. Ja, wirklich Chapeau. Wohin die Reise noch gehen darf man sich fragen. Wir haben viel, viel Geld. Günstiges Geld, was natürlich in den Märkten gerade ist, was auch investiert werden will. Wir haben politische Spannungen gerade. Corona ist noch ein anderes Thema. Und ja, offensichtlich hat man hier sehr großes Vertrauen eben in die Edelmetalle. Gold, wie gesagt, bei 1.933 US-Dollar. Es hilft natürlich auch. Und schauen wir uns mal eben das im Kurs von Silber an. Preis von Silber. Also beiden Metallen hilft es natürlich, dass wir hier, dass der US-Dollar gerade so vermeintlich günstig ist. Hier ist der Chart, da ist er, Euro-US-Dollar und wir sind bei der Marke von 1,17. Also jeden Tag 100 Punkte, das ist so die Faustregel aktuell. Und auch hier, wenn wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis anschauen, wir haben hier eine Formation. Ja, Cup and Handle könnte man sagen. Also das war der eine Tassenrand, dann ging es hier runter, gab es den zweiten Tassenrand. Ich halte nochmal die Tasse hier rein. Das ist der kleine Henkelfortsatz und dann läuft das Ding nach oben. Ja, schon Wahnsinn. Also vermeintlich günstig aktuell. Wenn wir vielleicht in 3 Monaten hier drauf schauen oder in einem halben Jahr und dann steht der Kurs bei 1. 50, 1,60, dann werden wir sagen, oh, war das damals teuer. Aber aus jetziger Sicht jedenfalls erlebt der US-Dollar hier gerade mal eine gehörige Abwertung gegenüber der Gemeinschaftswährung Euro. So, und das heißt, jeder, der also
jetzt Euro auf dem Bankkonto hat und möchte sich nochmal eben in Gold investieren oder auch in anderen Währungen, weil Gold hat eben global abgewertet. Da ist es momentan vielleicht ein Ticken was günstiger, ja, sich in Edelmetallen einzudecken. Ob das dann, ja, also das kann vielleicht einen kleinen Grund dafür haben. So, ja, da sind auch die drei Charts, die, oder ja, Euro-Dollar, Gold und Silber, die hier für den großen Gesprächsstoff sorgen. Ganz schnell mal eben auf den DAX und wir wechseln dann in das Template Volabox, also TC24 TradeRadar Volabox. Hier sehen wir hier eben schön an diesem schwarzen Schirm, dass hier auf der linken Seite haben wir unser Volabox-Radar. Und Dankeschön, danke. Ich hatte es gerade erst mitbekommen. Also wir waren offensichtlich hier oben wohl in einer Volabox drin. Deswegen muss ich mal auch hier das Template wechseln. Auch mal die Swissbox rein in den Chart. Also hier war jetzt eben Signal, was ich offensichtlich mal verpasst habe. Ich werde das Ganze aber schnell nochmal aktivieren. Also eine Volabox, wenige Punkte oberhalb des aktuellen Kurses. Und ja, wo liegen die anderen Boxen? Wir haben eine natürlich hier unten bei der 12.800er Marke und wir haben noch eine weitere Volabox leicht über der 12.900er Marke. Also auch hier die obere Kante 12.923 ist nicht allzu weit entfernt von der, ja, von der Marke 12.935, 12.938, wo man dann bei Durchbrechen nach oben hin wieder davon ausgehen könnte, dass der Kurs eben ja wieder nach oben anzieht und dass es einfach letzte Woche nur einen kurzen Rücksetzer gab und aber jetzt gar nichts Dramatisches. Also einfach mal ein ganz natürlicher Rücksetzer. So, Pending Box, der Kurs muss hier einmal reinlaufen in die Geschichte. Muss also einmal kurz über die rote Linie gehen mit ein, zwei Punkten und dann darf er gerne fallen, aber da muss er mal wirklich rein. Das Ganze ist aktiviert, müssen wir jetzt nicht weiter drauf schauen. Wir gucken mal lieber in das TradeRadar Volabox, ob wir noch andere, ob wir eben noch andere Signale haben. Und zwar ist es der Fall beim australischen Dollar, US-Dollar. Ja, hier ist die Volabox. Das werden wir dann gucken, wie sieht das hier auf der höheren Zeiteinheit aus. Den Trade nehme ich auch mal mit. Und wir haben bei dem Währungspaar US-Dollar Cut kommt der Kurs jetzt ebenfalls gerade von oben schön rein in die Volabox. Machen wir mal ein bisschen was größer den Chart. Auch hier die Box platzieren mit dem Einstieg. Also, was wir uns in den nächsten Tagen und Wochen mal, ja eher Wochen, anschauen werden, ist, wir werden mal schauen, eben wie die Volatilität ist in den Devisenmärkten, die wir handeln. Bei mir kommt es so ein bisschen als vor aktuell, dass eben die 15er Boxen, die wir haben beim Euro-Dollar, beim Dollar-Cut und so weiter und so fort, also alle Märkte, die ich hier unten habe, Ausnahme das britische Pfund-Yen, aber bei allen anderen Märkten, da laufen die Trades eben relativ, oder ich finde ein bisschen was zu lange. Und wir hatten das Beispiel letzte Woche, dass wir da einen ganzen Tag in so einem Volabox-Trade drin hängen beim Neuseeland-Dollar. Und ich, da sagte eben so mein Bauchgefühl einfach, dass diese 15er Boxen vielleicht ein Ticken was zu groß sein könnten. So, das ist wie gesagt ein Bauchgefühl. So, und damit beginnt ja vieles, nicht nur in der Liebe, sondern auch beim Trading. Und da muss man einfach mal schauen, man muss ein bisschen was die Statistik mal heranziehen, Untersuchungen anstellen. Und das Ganze werden wir dann machen, wenn auch Christoph hier wieder mit dabei ist. Das soll er sich mal anschauen.
es eben nicht vielleicht besser wäre, das Ganze jetzt mit einer, weiß nicht, mit einer 10er-Box oder mit einer 11er-Box zu handeln. So, und das kann für den einen oder anderen Trade natürlich mal immer zutreffend sein, aber man darf jetzt auch keine Rückschlüsse ziehen von einem oder zwei Trades. Also da braucht man schon eine etwas größere Datenmenge. Und ja, werden wir uns das Ganze mal in Ruhe anschauen die nächsten Wochen. Ganz kurz mal eben hier der Blick auf den amerikanischen Dow Jones, DJ30. Da ging es eben letzte Woche. Das war der Trading-Tag am Freitag, relativ ruhig. Dann hat der Kurs jetzt nicht beim Tagestief geschlossen, aber doch hier unten im, ja, doch im unteren Bereich. Und das war keine gute Woche, also eine negative Woche hier. Und jetzt ist er heute Morgen erstmal leicht nach oben gegangen. Und aktuell, das wollte ich nur eben zeigen, hat er sich ja oder versucht er sich aufzusetzen auf diese Marke von 26.500. Also die da vielleicht auch mal im Hinterkopf gehalten werden. Sollte es also der Dow Jones hier vorbörslich schaffen, hier nach unten hindurchzubrechen, dann ja, ist viel Platz da. Also von 26,5 auf 26,4, da unten sitzt auch schon und wartet die Vola-Box. Das kann dann schon relativ schnell gehen. Okay, haben wir noch andere Signale in der Vola-Box? Nee, aktuell. Ja, aktuell nicht. Wir sind mit unseren Trades, ich zeige das nochmal hier im Trade-Radar, soweit ganz gut aufgestellt. So, der DAX. Er hat es nicht geschafft, uns hier oben nochmal mit rein. Oder doch? Quatsch, wir sind schon längst draußen aus dem Trade. Also doch, in der Tat, er ist vorhin kurz reingekommen, dann nach unten gegangen und hat hier nochmal für einen kleinen Trade gesorgt. Also auch ein schönes Vola-Box-Signal an der Stelle. Also die erste Vola-Box des Tages. Immer die beste, wie Carlos sagt. Okay, Vola-Box. Hier, Master Template. Wie sieht es hier aus mit den einzelnen Bewegungen, mit den einzelnen Swings? Wir haben eine rote Sonne, okay. Und jetzt da dürfen wir dann entspannt mal abwarten, wann wir unten den roten Pfeil bekommen und auch die rote Kerze entsprechend außerhalb der ockerfarbenen Bänder schließt. Schauen wir mal. So. Guten Morgen zusammen. Axel, Harald, Nico, auch dir schönen guten Morgen. Holger, schöne Grüße nach Zypern. So, da werden schon die ersten Stimmen laut. Das Gold, dem geht die Puste aus. Harald, guten Morgen. Rollerbox im DAX, im Take Profit. So, André hat nochmal die englische Box getradet. So, genau, Nachrichten um 10 Uhr machen wir sofort. Cengiz, guten Morgen. Guten Morgen, Ralf. Schöne Grüße nach Hannover. Manfred, danke schön für den Hinweis. Die Tagesstrategie, da hat sich nämlich mein lieber Kollege Alexander mal die Zeit gemacht oder die Zeit genommen, die ganzen Trades auszuwerten.
Also also der Gewinnverlust der Tagesstrategie wird in Kürze mal geupdatet. Schlechtes Deutsch, aber wird in Kürze eben veröffentlicht. So, jetzt ist hier das Signal in der Tagesstrategie, im Trade Manager da. So. Sell Order. Auch hier mache ich das Ganze mit 1% Stop Loss auf die Sonne. Das kann der eine oder andere macht das da vielleicht ein Ticken was anders, nämlich mit dem Wohler Stop 260 Punkte weg. Ich setze meinen Stop Loss auf die Sonne. So, und jetzt muss man dann auch bisschen was vorsichtig sein. Wir sind also short beim Euro Stoxx 50 auf der Tagesstrategie beim Nasdaq und beim DAX. Aber da sind wir wohl schon wieder raus. Nein, da habe ich den Trade nicht richtig gesetzt. Ganz ehrlich sein, wurde ich gerade ein bisschen was überrascht hier von dem Signal im DAX. Okay. So, also das könnt ihr handeln. Ja, also Alex hat sich die Statistik mal rausgesucht und das Ganze wird dann jetzt in den nächsten Tagen, muss ja von Markus dann immer gemacht werden, wird dann aktualisiert, Manfred. Okay, dann werfen wir mal eben den Blick hier auf den Terminkalender und schauen mal, was heute so ansteht an den Märkten. So. Dazu ziehe ich mal eben vielleicht noch den Hinweis, ihr seht an den beim Kitchen Sen also na, da ist doch noch ein bisschen was Platz auf der Unterseite. Okay. So, was ich sagen wollte, ist, dass wir uns jetzt mal gemeinsam hier den Terminkalender anschauen. Den nehme ich dann, also das meinte der Manfred gerade. Also hier Februar 2020 und jetzt ist ja nicht mehr Februar, sondern schon Juli. Also die ganzen Ergebnisse werden hier aktualisiert und ich kann euch sagen, weil ich kenne die schon natürlich, also das Ganze hat sich hier, der schöne Aufwärtstrend hat sich fortgesetzt und ja, wir sind aktuell bei über 10% dabei mit der Tagesstrategie alleine. So, aktuelles, hier ist der Wirtschaftskalender. Den wollte ich euch einmal zeigen für heute Montag, den 27. Also, wir haben um 10:30 Uhr den Ifo-Geschäftsklimaindex. Auch hier rot eingefärbt, also in einer knappen Stunde. Ganz wichtige Zahlen und abweichend von der Prognose, das kann ja immer sein, können die natürlich dann einen guten oder auch einen schlechten Einfluss haben auf den DAX. Also hier bitte aufpassen, Entschuldigung, und auch für die Master Template Trader sei gesagt, dass wir eben eine Viertelstunde vor den Zahlen und eine Viertelstunde nach Veröffentlichung der Zahlen hier nicht traden. Was gibt es noch? Wir haben um 14:30 Uhr die Auftragseingänge aus Amerika für die langlebigen Güter, und zwar hier die Kernrate. Auch hier könnte es eine positive oder eine negative Überraschung mal immer wieder für ein bisschen was Volatilität an den Märkten sorgen. Und ja, das war es dann auch heute an den Tagen. Wir haben aber weiterhin die Berichtssaison. Das ist also noch sehr, sehr spannendes Thema. Und da ich mir das nicht alles merken kann, habe ich mir das mal hier vorhin anzeigen lassen. Und zwar werden in dieser Woche, und das ist nicht wenig, werden die Quartalsberichte publiziert aus Deutschland kommen jetzt, wir haben SAP. Wir haben BASF, Deutsche Bank, Deutsche Börse, eine Fresenius, wir haben eine Heidelberg Zement, eine VW,
Dann die Fresenius Medical Care und auch die Linde. Und in Amerika, um nur mal die großen zu nennen, wir haben für alle Vegetarier die Firma Beyond Meat, die ja mit ihren Grill-Patties den Fleischessern hier Konkurrenz machen möchte, und zwar geschmacklich. Wir haben Pfizer, das große Pharmaunternehmen. Wir haben eBay, 3M. 3M produziert unter anderem eben auch die Atemmasken. Ja, was gibt es noch? Wir haben eine Amgen, ebenfalls ein großes Pharmaunternehmen. Wir haben eine McDonald's, wir haben eine Starbucks. Deren Geschäfte waren eben geschlossen. Und da darf man jetzt eben gespannt sein, ob die sich schon wieder erholt haben. Eine Boeing, ja, arme Luftfahrtbranche. Wir haben eine General Electric, eine Amazon gibt es, eine Electronic Arts, die machen Computerspiele für junge Menschen. Thomas, dein Sohn, ne, der wird das kennen. Also, die sollten sich eigentlich während Corona über ansteigende Verkäufe oder Lizenzen freuen. Des Weiteren gibt es noch eine Ford, Google, Procter & Gamble, ja, Caterpillar, auch sehr stark involviert in dem Deal Amerika-China. Dort hatte ja Trump gesagt, also ihr müsst, also liebe Chinesen, ihr müsst nicht, es wäre schön, sondern ihr müsst amerikanische Produkte kaufen aus dem Agrarbereich, und darunter fällt eben auch eine Caterpillar, die solche riesigen landwirtschaftlichen Maschinen unter anderem auch herstellen. Ja, ein Chevron aus der Ölindustrie, eine Colgate Palmolive, das solltet ihr kennen. Ja, also viele, viele Unternehmen, die dort dann die Zahlen rausbringen, immer vom letzten Quartal. Und ja, das kann und das wird mit Sicherheit für einigen Schwung an der Börse sorgen. Okay, was gibt denn noch? Ja, am Freitag ist nochmal ein Meeting von der Fed mit dabei, und ja, von der Newsseite eigentlich, und das habt ihr, glaube ich, auch alle mitbekommen, ne? Die Amerikaner haben gesagt, liebe Chinesen, macht mal bitte euer Konsulat in Houston zu, und darauf haben die Chinesen dann gesagt, ja, dann macht ihr aber mal euer Konsulat in Chengdu, glaube ich, heißt das, zu. Und das ist dann passiert. Also die amerikanische Flagge wurde in diesem Konsulat dann nicht gehisst, sondern wieder von der Fahnenstange runtergenommen. Also dieser Konflikt zwischen Amerika und China, der ist gerade schon sehr, sehr dominierend. Plus, dass wir ja, dass Corona wieder ein großes Thema wird. Wir haben insgesamt also in Amerika alleine 4 Millionen Menschen, die dadurch infiziert worden sind, und über 1.100 Todesfälle in den letzten aufeinanderfolgenden 3 Tagen. Und ja, das Ganze ist nicht gut. Das Ganze ist ebenfalls nicht gut für die Engländer. Die haben kurzerhand, hat die englische Regierung um Premierminister Boris Johnson gesagt, also jeder, der jetzt aus Spanien kommt, muss in Quarantäne. Auch die, die schon da sind. Und da von dieser News wurde erstmal jeder überrascht. Schottland mit der Chefin Nicola Sturgeon hat ebenfalls gesagt, man geht doch, man überlegt gerade nochmal oder in den Lockdown zu gehen. Also je schlimmer das wird mit dem Corona, desto mehr und mehr Reisebeschränkungen werden wieder in Kraft gehen. Und ja, die mögliche zweite Welle lauert. Ich will es nicht an die Also ich will es nicht beschwören, das wäre natürlich richtig schade, aber ja, momentan sieht das Ganze nicht gut aus. In den Märkten ist es noch nicht mit drin. Oh, den Chart kann ich ja auch wieder wegmachen. Also in den Märkten ist es noch nicht mit drin. Wir sind weiterhin noch auf einem recht hohen Niveau hierbei. Okay, das vielleicht so in aller Kürze mal, was ich auf der Seele hatte, worüber ich mal sprechen wollte. So, Janette, schauen wir hier nochmal in den Chat rein. Beigabe passen bei mir die Signale. Da weiß ich leider nicht, was du meinst. Vielleicht kannst du es nochmal eben mit anderen Worten versuchen zu schreiben. Ina, dir einen schönen guten Morgen.
Wolfram. Oh, wow. Wolfram, wenn du eine, also wenn du irgendwas hast, wir sollten mal gleich telefonieren, dass du mir das irgendwie mal zeigen kannst, wie das Ganze aussieht. Da ist der Link. Dankeschön. So, ich war wieder ein Ticken was zu schnell. Okay, ich rufe gleich mal eben durch. So, Amazon, ja, den geht es, glaube ich, nicht so schlecht. Für die müssen wir noch nicht sammeln. Okay. Also ich muss natürlich sagen, mit dem Datenschutz und so weiter und so fort, müssen wir ein bisschen was aufpassen. Aber wenn ihr damit kein Problem habt, dann kriegen wir das schon hin. Machen wir doch. Gut, 9:30 Uhr jedenfalls. Die Märkte kommen jetzt hier nochmal nach unten. Wir sind mit einigen Trades hier schon rausgekommen. Also haben aktuell noch offen Euro-Stocks, den Nasdaq und sind im ersten Trade Short beim australischen Dollar, US-Dollar. Hier ist die Bola-Box, die gezeigt, und ich müsste, glaube ich, nochmal hier die Master-Template-Trades ein bisschen was üben. Wo haben wir denn? Da ist es. Da wären wir hier ins Gewinnziel jetzt gegangen mit dem ersten und auch mit dem zweiten. Also Nico und alle Master Template Freunde. Also ein schönes Setup hier. Hoffe, ihr wart dabei. So. Euro-Stoxx Trade ist raus und gucken mal eben Daily. Ah, der Kollege, der braucht noch ein bisschen was. Der Nasdaq. Gut, wir machen jetzt mal eine kleine Pause und wird hier nochmal, also Big Number Trade oder Volabox Trade, kann man nennen, wie man will, wird dann hier nochmal den Einstieg aktivieren. Wenn der Kurs also hier jetzt runterkommt, da war ich eine Sekunde zu spät, da wart ihr vielleicht ein bisschen was vor mir drin. Und dann auch schon wieder raus, 7,5 Punkte. Das ist hier an der Stelle gewesen. Also kurze Pause und ich melde mich dann gleich nochmal. Euch gute Trades. Bis später.
So, Viertel vor neun, und wir gehen gerade nochmal eben über die aktuellen Signale, bevor wir dann nochmal eine kleine Pause machen. Also, das ist nett. Genau. Auch wenn der Wolfgang heute nicht mit dabei ist, aber vergesst, also Wolfram, vergesst mir bitte nicht Kyoto aus Japan oder auch Perth. Das sind, ich glaube, Philippinen haben wir ja, aber Kyoto, Japan, Perth haben wir ein Clubmitglied. Dann gibt es noch in London und in Derry in Nordengland oder Nordirland, Entschuldigung, Gottes Willen, Nordirland. Euro-Yen Volabox. Ah, okay. Das kann gut sein. Den Markt habe ich hier nicht drauf. Euro-Yen. Danke für den Hinweis. Mal eben schauen mit dem Risiko, das ist auch in Ordnung. Also Einstieg an. Ja, schnell der Blick mal rüber auf die auf die Blue Box Signale. Wie sieht das hier aus? Also ebenfalls beim Euro-Yen nicht nur Vola-Box, sondern auch Blue Box, wobei die Blue Box ist eine orange Box. Pfund-Yen, das ist auch in Ordnung. Boxgröße passt soweit, aber der hat schon angefangen zu laufen oder ist schon angefangen zu laufen. Lassen wir. Dollar-Cut. Euro-Dollar, das ist auch nicht. Na, da oben der Docht stört ein bisschen was und die Boxgröße, muss man sagen, ist mit 35 Pips zu groß für diese Zeiteinheit. Müssen wir uns auch nicht weiter anschauen. Und die Box, ich hatte nur auf die Zahl geguckt, also knapp 40 Pips und die ist dann schon nach unten gelaufen. Also die Blue Box Signale können uns hier aktuell nicht weiterhelfen. Gehe dann mal wieder auf die Vola Box und schauen wir uns unten mal an, wie das aussieht. So, die Märkte kommen hier ein bisschen was zurück. Das sehen wir auch gerade bei dem Nasdaq Trade, aber das ist dann auch gar nicht so schlimm. Ist ja eine Tagesstrategie. Obgleich, ich muss ehrlich schon sagen, ich bin auch eher ein Freund von diesen kurzfristigen Trades. Aber egal. So, Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Also den Trade mache ich nicht. Dafür sitzt mir diese Vola-Box hier. Die sitzt einfach falsch. Also schön wäre hier ein Durchbruch auf der Unterseite. Aber selbst wenn der Kurs das macht, dann ist er immer noch in der Box und hilft mir überhaupt nicht weiter, den Trade irgendwie ins Gewinnziel zu bringen. Dafür muss er dann tatsächlich schon hier ans kurz vor Daily Pivot laufen. Das ist noch richtig Strecke. Mal schauen, vielleicht gibt es hier drin irgendwie, dass mal runtergeht, kommt dann wieder hoch, so eine 1, 2, 3 Formation und bricht dann nochmal durch. Dann können wir uns den gerne nochmal anschauen lassen. Aber so wie der hier aussieht, nee. Da halte ich mich mal zurück. Ja, mal gespannt, was der DAX hier macht. Also ging einmal schön nach unten, gab die Erholung und jetzt lange doch, oder relativ längere doch auf der Oberseite hier, auf der Unterseite da. Das kann schon so eine Pattsituation sein. Also alles, was hier zwischen diesen beiden Linien läuft, 12,8 und 12,9,
Da fasse ich das Eisen nicht an. Polarbox hier oben auf der Kante ist nochmal was anderes. Okay. So, jetzt hast du Arbeit, Wolfram, mit deiner Karte. Also danke, Stefan. Grüße aus Berlin. Christian aus. Genau, Derry, Irland. Ganz genau. Jetzt haben wir was. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Horst. Horst B., du kommst aus einem Ort, der heißt auch Horst. Das ist doch stark. Da finde ich gut. Albert, so, schöne Grüße nach Köln. Gut, ja, wir müssen ja die Zeit ein bisschen was vertreiben. Aktuell geben die Märkte jetzt hier noch wenig oder tut sich gerade nicht allzu viel. Schauen wir mal. So, Euro-Dollar klebt bei der 1,17er. Beim Euro-Yen sind wir long im ersten. Da war der Ausbruch und ja, direkt umgekehrt, direkt auf die Nuss bekommen. Nicht das, was wir unbedingt sehen möchten. So, Dow Jones, ich meine, den Markt handeln wir noch nicht, aber trotzdem kann man ja mal einen Blick drauf werfen. Ging vorhin runter unter die 26,5 und ja, so richtig läuft das Ganze ja auch nicht. Also keine Trading-Setups in irgendeiner Richtung. Hier unten liegt unsere Wohlerbox und wir können, ja, das können wir machen, sicherlich schon mal einen zweiten Trade platzieren, nämlich bei der Wohlerbox oberhalb. Das Ganze machen wir wie immer. Also muss ich das. Also ich brauche nochmal den gleichen Chart vom DAX.
Den hole ich mir dann hier aus der Marktübersicht. Rechte Maustaste, neues Chartfenster. Dann rechte Maustaste, Vorlagen und wir holen das Template CC24 Volabox. Machen wir M5. Und wenn wir das haben, dann gibt es einmal die Swissbox, aber wir müssen die Magic-Nummer ändern. Das haben wir also in dem einen Chart hier unten schon, diesen Bereich. Und dann machen wir das auf der Oberseite auch nochmal. Und können wir aktivieren. Einstieg an. Also eine Pending oberhalb und eine Pending Order oder eine Pending Box unterhalb. Und so, Gold mache ich mal weg. Auch weg. Weg. Ich habe ein paar Charts zu viel auf. Jetzt schiebe ich mir den DAX mal eben hier zu dem anderen hin. Also einmal die Zone da unten haben wir uns rausgepickt und auch auf der Oberseite. So, danke Rocco. Also aufpassen, Zahlen gibt es um 10 Uhr. Ist keine ganz wichtigen, aber zumindest gibt es mal Zahlen um 10. IFO. Schaue ich mal eben einen anderen Kalender. Ich habe bei mir IFO um 10:30 Uhr. Aber ich glaube, ihr habt recht. Zahlen, die IFO-Zahlen kommen. Eben schauen. Ja doch, also IFO Geschäftsklimaindex in 1,5 Minuten. Was schreibt denn da unser Kalender um 10:30 Uhr? Also IFO um 10 Uhr. Da bitte aufpassen. Also danke für den Hinweis. Immer gut zwei unabhängig voneinander vorgefertigte Kalender, Wirtschaftskalender zu prüfen. Dann ist der von MetaQuote nicht richtig heute. Die wieder. So, wenige Augenblicke noch. Dann schauen wir mal, wie die Manager die Lage in Deutschland sehen oder für ihr Unternehmen sehen. So, 12.865. Erstmal für den DAX und Achtung, die Wohlerbox auf der Oberseite.
So, und besser ausgefallen als erwartet oder als die Prognose. Also Indexwert von 90,5, die Prognose lag bei 89,3. Also man ist wieder ein bisschen was optimistischer. Und Achtung, da fehlt nicht mehr viel, bis wir reinkommen. Sind jetzt drin. DAX geht erstmal schön mit hier. So, Short im ersten. So, die Wohlerbox ist verschwunden. Also das kann gut sein. Da höre ich, kommt gerade auch die Bestätigung. Danke, Thomas, Janett. Also bei GBE ist die Wohler Box verschwunden. Also bei Markets habe ich sie noch. Hier läuft der Trade. Also nochmal wichtig immer das, was ihr bei euch seht auf dem Metatrader. So, wenn da kein Signal ist, dann würde ich es auch nicht handeln. Bei Markets auch weg. Was hat denn? So, jetzt gibt es hier mal den zweiten Anlauf. Und genau, André. So, jetzt sind wir im zweiten. Jetzt muss der Kurs einmal über die Big Number gehen, 12.900. Und ja, das ist also hier keine neue Box. Nicht, dass wir uns da vertun. Also die läuft durch. Das ist dann die zweite, also immer noch die erste Box. Also was nämlich fehlt bei dieser, es ist deswegen keine neue, weil hier fehlt die Abtrennung. Also manchmal haben wir ja das Phänomen, dass hier Boxen hintereinander laufen mit der gleichen Höhe. Dann werden die aber immer durch so einen Strich abgetrennt. Das ist hier nicht der Fall. Das ist also immer noch die allererste Box, die wir heute Vormittag schon gehandelt haben. Das ist jetzt einfach der zweite Trade in dieser Wohlerbox. Ah ja. Genau, gut aufgepasst. Also das habe ich hier den DE30 ohne das C. So kann ich natürlich jetzt nicht machen, weil der Trade läuft, aber DE30
C und ohne C, vielleicht hat das jetzt hier dazu geführt, dass die Box gekommen ist oder auch ihr verschwunden ist. So, jetzt kann man, während die Geschichte läuft, die Box rausnehmen und dafür die Box handeln. Da ist nämlich hier so ein Strich drin, da ist die neue Einstieg an. Falls er jetzt hier nochmal nach oben möchte. Na, schade. Haben wir den Ausstieg knapp verpasst bei der Geschichte. Das ist ärgerlich. Also nochmal, hier oben blaue Linie, das ist unser Gewinnziel mit dieser Wohlerbox. Da muss er also nochmal über die 12,9 und dann hier an die blaue rein. Den Trade kann man dann entsprechend natürlich anpassen oder hier liegt dann schon die nächste Wohlerbox. Also mit dem einen Trade raus, mit dem nächsten direkt wieder rein in die Geschichte. Und nochmal, also 12.935, so das ist hier dieser Bereich, auch hier mit dem, ja, vom 24. Juli. So, ja, wenn wir darüber gehen, dann ist wirklich nochmal positiv, das sieht das positiv aus. Wie haben wir denn hier?
Also die Inbox aktiviert und ja, also wenn wir da drüber kommen, 12.935, dann gibt es auch einige, die schon wieder schreiben, ja. Also dann geht es auch bald viel über 13.000 und so weiter und so fort. Also das ruft dann auch die Bullen wieder hier aufs Spielfeld. So, mit dem einen DAX-Held sind wir jedenfalls raus und der zweite, da sind wir hier im ersten, da ist die blaue Linie. So, guten Morgen, Anne, herzlich willkommen. Schöne Grüße aus Köln. So, und raus aus dem Trade. Also, das war keine großartige Bewegung, wo wir jetzt das Gewinnziel angepasst haben oder konnten. Kurze, schnelle Trades. Wir das einfach noch mal hier haben. So, das heißt, aktuell laufen wir noch beim Nasdaq. Wir sind short auf Tagesstrategie und wir haben hier Euro-Yen mit einer Vola-Box. Ja, so richtig will er nicht. Ein dort hier, zwei dort, dreimal klebt er hier schön an der Daily Pivot-Marke. Wie sieht es denn aus? Gibt es noch weitere Setups? Also wir können sicherlich die Vola-Box hier oben nochmal traden. Jetzt muss ich aber zuerst mal den Markt anpassen, dass wir, also wir wollen den DAX mit der C. Also Big Number möglich. Durchaus. Machen wir den mal. Ja, nichts fast dann mit dem Test auf der Unterseite bei 12,8. Also wirklich nur ganz kurz eingelaufen in die Box und aktuell erhält sich hier das Chartbild wieder ein bisschen was. Also die negativen Vorgaben aus letzter Woche, daran wird gerade gearbeitet, dass hier wieder gute Stimmung reinkommt. Nehmen wir den Chart nochmal gerade nach vorne. Gucken wir uns das mal genauer an. Also hier der DAX auf Stundenchart. Trendkanal mit mehreren Auflagepunkten ist nicht. Also man kann die rote Linie oder den Trendkanal hier so ziehen. Dann hat man hier unten mal Fehlausbruch da, Fehlausbruch da. Oder ein Stückchen weiter nach da. Wie dem auch sei, jedenfalls der DAX, die hat die untere Trendkanalseite hier erkannt. Das ist ja auch wichtig. Und auch auf der Oberseite haben wir hier die ganzen Auflagepunkte. Und ja, wenn er da nicht durchbricht, nachhaltig, da hatten wir ja ausgemacht die 12.773. Das ist dieser Bereich. Also wenn der DAX da nach unten geht, dann Nachtmattes auf der anderen Seite.
gibt es dann auch viele Argumente, die eben dafür eine Rückkehr in den Trendkanal sprechen. Also spannende Phase hier am Montagvormittag, Viertel nach 10. Der Trade ist hier angesetzt. Long im ersten mit der Big Number. Und wir machen hier nochmal eine kleine Pause. Hören uns dann gegen 11 Uhr wieder. Ja, gegen 11 Uhr wieder. Bis dann, euch eine gute Zeit. Bis später.
So, hallo, mal herzlich willkommen hier zurück. Live-Trading-Raum, 17 Minuten nach 11 und ja, doch einiges los hier heute bei uns. Ist halt ein typischer Montag. Also immer montags und freitags im Traders Club. Da ist echt immer viel los hier. So, wie sieht es denn hier aus an den Märkten? Unser Tagestrade im Nasdaq. Wir sind short und der Trade läuft. Der Euro-Yen hat sich gerade verabschiedet vor unseren Augen. Wir sind rausgekommen hier mit der Bewegung nach unten hin. Das ist in Ordnung. Und aktuell läuft hier noch ein Trade im Cable. Wo haben wir den? Da ist er. Blue Box Trade im Cable. Ja, und diese hoch, runter, hoch, runter Aufschaukelung läuft hier aktuell weiter. Na, schade. Wäre schön gewesen, wenn wir eben hier schon mal einen etwas deutlicheren Ausbruch bekommen haben. Aber wir sind eben im zweiten, den können wir noch ganz entspannt mal laufen lassen über die Mittagspause. So, Wolfram, vielen, vielen Dank. Du und dein Kalender. Also das sieht klasse aus und ich werde das mal eben hier. Traders. Oder kleinen Moment, ich bekomme noch mal eben kurz einen Hinweis hier von der Regie. Kleinen Moment, bin sofort wieder da. Kleinen Moment bitte. Und dann zeige ich den Kalender. So, wir haben einen aus Durban. Wolfgang, ich weiß nicht, ob du mich hörst. Wir haben einen aus Durban. Und wir haben einen aus Schweden. Den Thomas. Der wohnt in Schweden und verfolgt uns da. Und Totebo in Schweden. Aber komme ich gleich mal eben drauf zurück. Also, kleiner Augenblick, bin gleich wieder da.
So, also die Karte kommt gleich. Muss eben noch ein bisschen was eingestellt werden. Wolfram, ich suche mir mal in der Mittagspause ein bisschen was raus. Oder, also wir machen es richtig und ich setze meinen Kollegen an, dass der mal durch die Datenbank geht. Also Datenschutz ist ja okay, ist ja nur die Postleitzahl. Und ich hoffe, das ist okay. Wenn einer was dagegen hat, dann soll er mal Bescheid geben. Okay. Aber ich finde das schon mal klasse. Sieht doch geil aus, die Karte. Kein Stress. Nee, Stress haben wir woanders schon genug. Okay. So, jetzt haben wir nämlich komplett verpennt hier. 11 Uhr. Hier sind die Signale für die 4-Stunden-Strategie in den Devisenmärkten. Die müssen gefiltert werden. Was haben wir denn hier? Euro, Schweizer Franken. Ah, toll. So, das ist dann die Strafe. Da ist der Trade schon ins Gewinnziel gelaufen. Okay, das kommt dann davon. Aber wie gesagt, ich versuche morgens immer so 8:30 bis 9:30 Uhr mir die gute Stunde freizuhalten und dann nochmal um. Also freizuhalten eben mit dem Kommentar, dass wir hier die ersten Trades zusammen machen. Aber ihr habt ja auch alle selber die meisten, glaube ich, die Radare, die Vola-Box, die Tagesstrategie, Blue Box auch. Und von daher könnt ihr, glaube ich, auch die Signale, wenn sie denn kommen, ganz gut selber umsetzen. Ja, ich hoffe, ihr nutzt alle die Vola-Box. Das haben wir ja auch nochmal jetzt in dem etwas größeren Test rausgegeben. Das läuft bis zum 8.8. Also, Tipp von meiner Seite, testet das Ding auf Herz und Nieren und sagt dann eurem Coach Bescheid, ob das in Ordnung ist oder nicht oder ob ihr noch Fragen habt dazu, weil am 8.8. laufen dann entsprechend die Testlizenzen hier wieder aus. So, Blick auf den, nicht auf den DAO, sondern auf den DAX. Also er hält sich noch. Man könnte nochmal, ja, Big Number. Hier oben gibt es eine Vola-Box, die finde ich noch ein Ticken was attraktiver. Die kann man mal einstellen, aber in solchen Bewegungen, und wie gesagt, wir sind hier schon auf dem Chart 1 Minute. Das ist nie ein gutes Zeichen, dass man hier groß machen muss, also, oder in den Chart reinzoomen, rauszoomen, sich mal auf den Kopf stellen und irgendwie versuchen, hier die Signale zu finden. Idealerweise kommen die und dann sind sie da. Aber nicht hier links und rechts suchen, oben und unten und so weiter und so fort. Eine Formation, die ich gerade gesehen habe. Also, eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation beim Dow Jones. Wir wissen, eine Frage, was ihr davon haltet. Wir haben so einmal hier. Da könnte nämlich gleich mal die Post abgehen. Und wahrscheinlich dann, wenn wir alle Mittagspause machen, ist klar. Also linke Schulter, Kopf hier unten, rechte Schulter hier. Ja, so weit, so gut. Und dann der Ausbruch nach hier oben hin. Und zwar wird gemessen, wenn wir sagen, das ist die Nackenlinie, so eine Zone. Und dann ist eben von der Nackenlinie bis zum Kopf, also 70, 80 Punkte. Und die dürfen dann eben nach oben abgetragen werden. Da laufen wir hier in dem Bereich über 26.600. Wenn sie denn zündet. Also momentan ist das Ganze auf Beobachtungsmodus eingestellt oder sollte zumindest so sein. Und wenn der Kurs dann will, dann
Dann da aber gerne mal hier nach oben ausbrechen aus dieser Geschichte. So. So, Grüße nach München. Hallo Franz. Ich habe keinen in Thailand gefunden, aber nee. Habe jetzt auch noch nicht so richtig die Augen offen gehabt. Also wenn der Carlos ab nächster Woche wieder da ist, dann macht er den Raum und dann habe ich auch ein bisschen was mehr Luft für andere Sachen. So, dann ist auch der Daniel Meyer wieder da. Dann können wir uns die Sachen ein bisschen was wieder aufteilen. Da bleiben wir vielleicht doch mal eben hier bei dem Dow Jones. Nicht, dass man es jetzt handelt, sondern wirklich nur von der Formation an sich. Kann man aber auch so einstellen. Dann haben wir zumindest jetzt hier noch die anderen Signale alle auf dem Schirm. So, und wenn der Dow Jones nach oben will, dann lässt sich der DAX auch nicht lange bitten, so wie ich ihn kenne, und zieht dann ebenfalls schön nach über die Marke von 12.900, wo unsere Wohlerbox ja schon wartet. Machen noch mal eben schnell eine Pause und dann kurz vor 12 melde ich mich dann kurz vor der Mittagspause. Was haben wir hier? Schon eine Sekunde noch. Euro-Dollar. Da haben wir noch eine Wohlerbox gerade. Die nehmen wir auch mal eben mit. Oder zieh die Nackenlinie. Okay, bleib doch noch mal eben dran. Schauen. Vielleicht wird es jetzt doch noch mal eben interessant. Okay, also bis gleich. Meld mich nochmal kurz vor der Mittagspause. Fehlt mir hier doch ein bisschen was der Schwung bei der Geschichte.
So, Viertel vor 12. Der DAX zündet noch nicht nach oben. So, und auch der Dow Jones. Ja, für eine kurze Bewegung hat das Ganze mal gereicht. Sehr gut, Marion. Naja, vielleicht ist das nur eine kleine Gegenbewegung und er nimmt dann nochmal Anlauf. Aber Axel, du hast ja geschrieben, für dich ist das jetzt keine Schulter, Kopf, Schulter, eine Inverse. Und erstmal möglicher Trendbruch. Also Trendbruch in dieser Abwärtsbewegung. Ja. Sind wir mal gespannt, wie weit das heute noch hier nach oben läuft. Wenn wir hier ein bisschen was rauszoomen bei der Geschichte auf dem M15-Chart, da ist also durchaus Fantasie dabei. Wenn der Kurs einmal dann drüber bricht, über die 26,6, auch hier über das Doppeltop vom Freitag. Ja. Dann, klar, 26,7 ist ein Widerstand, aber da ist schon Luft nach oben. Also, was auf der Unterseite gilt, gilt natürlich auf der Oberseite. Was für den Dow Jones gilt, gilt auch für den DAX und umgekehrt. Also entweder sehen wir hier in der kommenden Woche noch oder in dieser Woche noch weiter steigende Kurse, wenn es nämlich wieder zurückgeht in die alten Aufwärtsbewegungen oder aus dieser ja, leicht negativen Woche, zu dramatisch war es ja auch nicht, aber wir haben schon eins auf den Deckel bekommen. Hier sehen wir das im DAX, im Stundenchart. Also das war keine gute Tradingwoche, dass das eben der Anfang von einer etwas größeren Bewegung ist. Das wissen wir jetzt noch nicht. Kann man auch, glaube ich, nicht wissen. Und da müssen wir dann kurzfristig drauf reagieren. Also soweit hier jedenfalls die Märkte. Ja, wenn das Ganze hier nach oben gehen sollte, dann hängen wir natürlich mit dem Nasdaq, Trade Radar Daily, hängen wir ein bisschen was schief. Aktuell lasse ich den noch laufen. Stop-Loss ist hier oben bei der Sonne. Schauen wir mal. Also, das Gewinnziel war hier eingestellt mit 1% vom Kontostand. Ja. Also, gut 100 Euro wäre man eben bereit, den Trade hier ins Minus laufen zu lassen. Okay. Was gibt es denn sonst noch? Schnell einen Blick auf den Euro-Dollar. Nee, da ist er nicht. Da ist er Euro-Dollar reingelaufen in die Vola-Box und er probiert es dann vielleicht auf der Oberseite nochmal. Könnte jetzt hier jeden Moment passieren. Das war also kurz vor der Mittagspause. Wer das nicht will, dann bitte keine Box hier handeln. Wer das nicht möchte. Also die 1,17 ist schon Magnet. Also bis dahin, genau. Bis dahin müsste der Kurs laufen, da ist das Gewinnziel. Das passt also von der Oberseite noch. Das heißt, er könnte da hingehen, ohne eben ein neues Hoch markieren zu müssen, was also ein Widerstand wäre. Wir haben Fibonacci Widerstand auf der Oberseite, aber das Ziel liegt eben sowohl hier als auch hier unten noch alles in einem ansprechenden Bereich. Na, beim Cable. Ach, schade. Also da war der Ausbruch da und die können wir nochmal ganz entspannt weiterlaufen lassen. So, neue Signale machen wir jetzt aktuell nicht mehr. Nasdaq hatte Signal mit dem Master Template auf M5, denke ich da mal.
Ja, hier heute Vormittag. Ich muss mal ein bisschen was aus dem Chat raus. Ja, sehr gut gesehen. Okay. So, dann habe ich gesagt, ich schicke mal die Karte eben. Also Wolfgang, wir sind am Arbeiten. Ich suche mir mal alle Sachen zusammen, aber für alle Clubmitglieder, die jetzt hier noch in dem Chat drin sind, so, ich schicke das mal eben an alle. Guck mal da, da ist der Link mit der Landkarte von Google. Und ich habe gerade schon mit dem Markus gesprochen. Also, wir sind ja fleißig dabei, unsere Webseite zu aktualisieren. Und wenn es dann so ist, dann nehmen wir die Karte auch mit drauf, Wolfram. Also guckt euch das mal an und wenn ihr sagt, okay, Janett, ich wollte gerade sagen, also wer sagt, Mensch, will ich nicht, dann nehmen wir ihn wieder runter. Wenn einer sagt, okay, hier ist meine Postleitzahl und ich habe nichts dagegen, Datenschutz und so weiter, ihr kennt das Spiel, dann sagt mal gerne die Postleitzahl und den Ort und dann können wir das noch ergänzen? Und also würde mich auch freuen, das bei uns mal auf der oder auf der Webseite zu haben. Ich finde es doch auch witzig, wenn man weiß, Mensch, da ist noch der, da gibt es im gleichen Ort, gibt es vielleicht auch noch vier andere Verrückte wie ich und die kenne ich nicht. Also dann werde ich natürlich versuchen, jetzt schon mal den Kontakt herzustellen, ist auch gar kein Thema. Ja, also Marion, ich kenne einen aus Düsseldorf, aber der ist gerade im Urlaub. Okay. Gut, André, ich bin immer bei Datenschutz. Ui. Immer vorsichtig hier mit dem Club. So, jetzt bis zur Mittagspause. Tipptopp. Vielen Dank. Und wir suchen dann die nächste Zeit mal ein bisschen was durch die, oder wir gehen mal durch die Datenbank hier bei uns und schauen mal, wo ihr herkommt. Also, das ist doch Club, finde ich super. Dann euch miteinander eine schöne Mittagspause.
Lasst es euch schmecken und ja, wir hören uns dann gegen 14 Uhr wieder hier zurück im Trainingraum. Und dann schauen wir mal, was die Amerikaner da machen. Ich hatte es ja heute Morgen gesagt, es gibt also einige große Unternehmen, die diese Woche die Zahlen rausbringen. Große börsennotierte Unternehmen. Und da muss sich natürlich der ein oder andere Investor auch nochmal positionieren. Und das kann alles einen großen Einfluss haben hier auf die Bewegung der Märkte. Dazu mehr, wissen wir später, heute Nachmittag, wenn wir dann uns auch die US-amerikanische Markteröffnung anschauen. Jetzt aber erstmal Pause und bis später. Macht's gut.